Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir haben gerade schon einen ordentlichen Rice-Pudding gesnackt, denn gleich geht's für den Herrn Tobi und mich ins Gym. Gleich stehen für mich erstmal schwere Deadlifts an. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, deswegen bin ich mal gespannt, was so geht. Die letzte Zeit steht irgendwie kein guter Stern über mir. Letztens ist mir nämlich eine 2,5-Kilo-Scheibe auf mein Zeh geknallt. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt einfach so getan, als hätte es nicht ultra weh getan und einfach weiter trainiert und niemand hat was davon mitbekommen. Mann, du bist... Es hat ultra weh getan. Ich schwör's dir, ich glaube, mein Zeh ist wirklich gebrochen. Du bist Superwoman. Aber gestern noch ein PR gemacht, ne, beim Benchen. Beim Benchen gestern ein PR rausgeballert, ja. Naja, da stehen die Sterne doch gut. Ja, mal gucken, wie es heute so wird mit Rückenschmerzen. Man wird alt, ne? Man wird alt. Ich sag dir, die Knochen, die machen nicht mehr alles mit, ne? Aber deswegen gehen wir ins Gym, um die Knochen zu stärken, ne? Ja. Naja, heute habe ich auf jeden Fall mir überlegt, machen wir nicht nur ein Standard-Beintraining, sondern ich gebe euch auch noch meine 5 Booty-Tipps mit auf den Weg. Die ultimativen Booty-Tipps. Die brauche ich. Nee, du hast schon Knackarsch. Danke. Genau. Und wir hatten gerade schon darüber geredet, über den ersten Tipp, denn wir stehen schon drin. Der erste Tipp beginnt schon in der Küche, ja? Hier werden die Gains gemacht. Hier werden die Gains in the gemacht. Kitchen. Aber trotzdem, für die, die mich ein bisschen länger verfolgen, die wissen auf jeden Fall, dass ich mich mit Ernährung und sowas gar nicht so krass stresse. Und gerade Anfänger, also da merke ich das ja immer wieder, dass gerade Anfänger sich immer wieder darüber stressen, was die Ernährung angeht, denken, ach, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, um mal Folge zu erzählen, muss ich jetzt auf Sachen verzichten, muss ich nur noch Eiweißshakes trinken oder sonst was. Aber das ist auf gar keinen Fall der Fall. Aber wozu ich jedem raten würde und was auch wirklich wichtig ist, auch um Booty Gains zu machen, ist definitiv genug Eiweiß zu essen. Und hier peile ich immer so eine Menge von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Heißt beispielsweise, wenn ich 60 Kilo wiege, 120 Gramm Eiweiß pro Tag, das sollte ungefähr drin sein. Kann man auch easy decken. Ich kann auch mal so ein Video machen, wie deckt man am easiesten sein Eiweiß ab, oder? Kann ich auch mal machen. Nicht? Doch, kannst du machen. Ja, auf jeden Fall Eiweißbedarf decken und natürlich auch genug essen. Also ich bin kein Fan von der klassischen Massephase, gerade als Anfänger finde ich, ist es absolut nicht vonnöten. Da schaue ich eher darauf, dass ich beispielsweise, das mache ich für mich selber auch, dass ich anhand meiner Trainingsprogression messe, ob ich genug esse. Und wenn ich merke, ich werde stärker im Training, ich mache Progression, dann weiß ich auch, dass ich genug esse und konzentriere mich dann halt, wie gesagt, hauptsächlich aufs Training und überschlage halt natürlich hier und da mein Eiweiß und schaue halt, dass ich einfach genug Eiweiß am Tag zu mir nehme. Yes. Genau, das ist der erste Tipp und den Rest sehen wir gleich im Gym. Boah, je. Ja, jetzt. Wie viele hast du? Wie viele Tipps? 5. 5? 5 Booty-Tipps. Boah, da bin ich ja mal gespannt, was du dir da so ausgedacht hast. So, was machen wir jetzt? Gleich gehe ich erstmal mich nochmal kurz umziehen und dann ziehen wir uns noch ein... Hey, Outfit ist doch top. Ja, aber ich hatte Superwoman. Heute kein Lust auf Rot. Ich hatte ein anderes Outfit heute. Red Flag. Hab schon ein anderes Outfit. Aber ich bin der Stier. Was steht da in den Socken? No drama, please. Ah, so. Only PRs. Nice Gym Fit. Diese Grün-Kombination, die ist ja wieder anders wild. Krank, ey. Hast du alles? Oder gestern hast du deine komplette Sporttasche vergessen? Ja, heute habe ich alles. Okay, Tansi. Tansi, du passt auf. Tansi, du passt auf, ja? Dass dir keiner einbricht. Und wenn doch, dann zerfleischst du die. Mach kurz einen Outfit-Check, wie cool du bist. Danke, du bist auch cool. Junge. Und, wer hat recht? Tobi hat manifestiert, dass wir einen Rack haben und er hatte Glück. Weil sonst hätte ich hier mit Zeula jetzt gemacht. Junge, ihr hättet mal sehen, ich hätte filmen sollen, wie mad du gerade noch im Auto warst. Nee, wir haben jetzt 12:30, das ist sowieso voll. Das war einfach nur cooles Glück.
So, was steht jetzt an? Pipi machen gehen. Was? Pipi machen gehen. So plötzlich. So, ich fange an mit Deadlift. Da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Deadlift sind nämlich tatsächlich für diejenigen, die wirklich einen Booty aufbauen wollen, einen Muskelaufbau betreiben, nicht so eine optimale Übung, aber Deadlift-Varianten sind es. Eine bessere Variante wäre in dem Fall beispielsweise rumänisches Kreuzheben. Beim Deadlift, also beim Standard-Deadlift, hat man nämlich einfach das Problem, dass man keine Negative hat und so, also man lässt die Stange ja einfach ab. Beim Romanian Deadlift nimmt man aber die Negative noch voll mit, bleibt quasi die ganze Zeit auf Spannung. Allgemein bei der Übungsauswahl, sehr, sehr wichtiger Punkt, sollte man immer darauf achten, wenn es um Booty-Übungen oder allgemein um die Beinrückseite geht, dass man sich auf die Hüftstreckung konzentriert. Also Deadlift-Varianten und Hip-Thrust-Varianten sind eigentlich so die Hauptübungen. Trotzdem zählen da aber natürlich auch andere Grundübungen, wie beispielsweise Kniebeugen mit rein. Also man sollte immer das komplette Bein trainieren und auch die Kniebeuge oder natürlich eine Beinpress-Variante, eine Hack-Squat oder sowas, beansprucht auch die Beinrückseite, also auch den Po. Gerade zu Beginn des Trainings unbedingt die Grundübungen durchballern, beziehungsweise Mehrgelenksübungen, heißt Deadlifts, Squats, Hip Thrust, alle Übungen, wo man viel Gewicht bewegen kann und nicht am Anfang die Kickbacks durchballern. Das macht nicht so viel. Also jede Woche, Woche für Woche immer das Gleiche. Und da kommen wir eigentlich schon zum dritten Punkt. Und zwar stick to the plan. Nicht jede Woche abswitchen. Abswitchen, richtiges Ding hier. Also nicht jede Woche die Übungen austauschen oder sowas, sondern sich passende Übungen finden. Grundübungen, ein Mix aus Grundübungen und Isolationsübungen vielleicht. Und dann halt Woche für Woche dabei bleiben, um halt eben auch überhaupt eine Routine reinzubekommen und überhaupt stärker zu werden. Da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt. Jetzt mache ich erstmal das Split Squats. Viel Spaß. Absolut kein Muskelaufbau. Bedeutet einfach, ihr müsst darauf achten, euch wirklich Step by Step zu steigern, ob es jetzt im Gewicht ist oder in den Wiederholungen, in den Satzzahlen.
In der ersten Zeit geht es immer super schnell. Sicherlich sind Training zu Training teilweise 5 Kilo auf die Hantel auflegen. Deswegen an der Stelle auch keine Angst haben vor schweren Gewichten. Mit der Zeit wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Aber selbst eine Wiederholung mehr von Training zu Training, von Woche zu Woche, wird letztendlich darin resultieren, dass ihr euch steigert und somit Progressive Overload erzielt. Isolationsübungen, einmal noch für die Beinrückseite. Wie heißt das Ding eigentlich? Boah, keine Ahnung. Reverse Hyper, glaube ich. Ja, das kann sein. Doch, Reverse Hyper, Reverse Hyper, ne? Alter, die ist so schwer. Hier, falls ihr die Maschine habt, wir haben die erst neu, deswegen habe ich die auch erst neu im Plan. Aber ich finde die eigentlich ganz gut. Du findest die nicht so gut, ne? Nee, weiß nicht. Aber du hast ja auch schon ordentlich voll gestackt, ey. Du bist so ein Arsch. Nee, die ist aber ultra schwer. Hier setze ich eher auf etwas mehr Wiederholungen. Hier habe ich jetzt momentan so, je nachdem, also jetzt gerade habe ich 12 gemacht, glaube ich, weil es einfach echt ultra schwer ist, aber ich habe jetzt auch wieder Progressive Overload. Auch wenn es nur 2,5 Kilo sind, es sind 2,5 Kilo, ja. Immerhin. Jetzt, die baller ich jetzt noch durch und dann mache ich noch ein paar Sätze. Squats, Beinstrecker. So, getreu dem Motto Proteine decken, machen wir uns jetzt nach dem Training natürlich direkt einen Shake. Strawberry Milkshake Designer Roll. Das sind aber große Scoops. Dann kommen wir an der Stelle natürlich auch noch zum fünften und letzten Grow Your Booty Tipp. Und zwar, die Frequenz ist natürlich auch entscheidend. Also, man sollte. Ich glaube, die meisten tendieren am Anfang, wenn man gerade so hoch motiviert ist dazu, viel zu viel zu machen. Also viel, sowohl zu viele Übungen als auch zu viele Trainingseinheiten. Es empfiehlt sich, mindestens zweimal die Woche Beine bzw. Booty zu trainieren. Wenn man die richtige Intensität trifft, für viele zweimal definitiv ausreichend ist und man das auch erstmal regenerieren können muss. Heißt, man sollte erstmal ein bisschen weniger machen, würde ich sagen, also mit zweimal die Woche starten. Zweimal ist aber auch ein Muss, definitiv. Und dann schauen, wie man mit der Zeit so klarkommt. Ich trainiere ungefähr zweieinhalb Mal die Woche Beine. Und ja, ihr seht. Es funktioniert bei dir ganz gut. Es ist okay. Bis ihr aussieht wie Tobi, erfordert es viel Zeit und Fleiß. Und Supplements. Und Streichleinheiten. Naja, du hast einen Shaker. Ach so. Das ist ein Dino-Becher. Den Mixer muss ich gleich direkt spülen, der kann nicht in die Spülmaschine, weil nachher müssen wir unsere Brokkolisuppe machen. Hast du den einen Kommentar bei YouTube gesehen, was wärst du eigentlich ohne deinen Mixer? Um es nochmal zusammenzufassen, konzentriert euch wirklich auf die Basics und vor allem stay consistent. Also letztendlich Kontinuität ist das A und O. Man darf nicht immer seinen Plan umschmeißen. Man muss wirklich sich auf einzelne Übungen fokussieren. Und klar, Spaß gehört immer noch mit dem Training dazu. Aber letztendlich soll ein Training auch hart und anstrengend sein. Habt keine Angst vor schweren Gewichten, habt keine Angst, euer Gewicht Step by Step zu steigern, denn nur so wächst die Muskulatur und natürlich euer Booty, weil das ist ja auch der größte Muskel, ne? Passend zum Thema, alle, die bis zum Ende geschaut haben,
machen diesen Smiley in die Kommentare. Den Pfirsich. So, dann sage ich mal hier. No drama, please. Bause Booty auf. Gönnt euch Gains. Macht es gut. Schwing the Hood.